Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zuletzt bei Pokémon Schwert. Ja, in der letzten Folge haben wir Arenaleiter Ness erledigt und den siebten Horn ergattert. Und ja, ich würde sagen, wir fangen wieder ein paar Pokémon. Allerdings, anders wie in den anderen Parts, werde ich hier wahrscheinlich ein wenig mehr cutten. Und ja, jedes Mal, wenn ich ein neues Pokémon begegne, werde ich dann einfach reinschalten, anstatt dass wir ja irgendwie sinnlos durch die Gegend rennen und dann irgendwie suchen. Also für so werden wir ein bisschen schneller vorankommen. Und ja, in dem Sinne sage ich dann, ich sehe euch, bis wir das nächste neue Pokémon finden. Also bis gleich. Ja, da ist schon direkt ein neues. Komm her, Bochum. Watribi. So, das Liebe. Ich habe natürlich extra ein Team zusammengestellt, das hier locker alles fangen kann. Also ja, hier, boom, das dürfte jetzt nicht so schwierig sein. Und das ist der erste Fang des Tages, hoffentlich. Ja. Gut, so muss das. Das hat man noch gar nicht im Pokédex, glaube ich. Das hat man nur die Entwicklung von. Dieses Trio ist immer zusammen, aber jedes von ihnen hat leicht andere Vorlieben, was Blütenhonig angeht. Okay, gut. Nächster. Und ich würde sagen, wir kommen uns auch direkt um die Entwicklung. Hallöchen, na? Komm mal her. Okay. Das ist irgendwie perfekt gerade. Sehr gut. Ding wird wahrscheinlich ein bisschen stärker sein, aber ja, was soll's. Ja, Lauf mit Level 40 bis 50er Pokémon herum wird schon klappen irgendwie. So, deswegen habe ich hier einige andere Pokémon dabei. Wir talken dem an. Ja, so wie dazu. So, mach mal den hier. Ich habe so quer, wer wir brauchen. Und ja, bekommst du jetzt jedes Mal Schaden? Bitte trifft nicht fünfmal. Kollege. Okay, gut. Schnell wieder auswechseln. Also, das könnte halt irgendwie übel werden. Oh Gott, was? Okay, ich wollte sagen. So, wir gehen natürlich auf ganz sicher. Also ja. Auch mit dem Angriff. Haben wir einen da. Genau, so muss das sein. Gut. Mal direkt hier Entwicklung auch noch gefangen. Finde ich sehr gut. Es hat die Kontrolle über seine Nachkommen. Diese würde im Kampf ihr Leben aufs Spiel setzen, um es so vor Feinden zu schützen. Sehr gut. Nächstes. Boah, ich gefunden habe. Ein Felino. Habe schon einen Morlord, aber noch kein Felino. Also komm her. Und ja, ich check immer den Pokédex vorher, bevor ich in den Kampf reingehe. Damit ich mich nicht hier blamiere, natürlich. So, muss ja auch einfach drin bleiben, ne? Boom. Sehr gut. Aber jedes Mal eine Minute oder zwei brauchen für jedes Pokémon, da bin ich schlecht.
Dieses Pokémon lebt im kalten Wasser. Wenn die Temperatur an Land tief genug fallen, verlässt es das Wasser und sucht dort nach Futter. Sehr gut. Wir haben einen Sedimantor, aber noch kein Kiesling, also boom. Komm her. Ich bin, wir hatten schon mal eins. Vielleicht mein alter Spielstand, ne? Weiß ich nicht. Dann komm her. Soll ich noch auf 1 HP runter machen? Ja, ne. Aber ich weiß nicht, ob so ein Vieh irgendwie Bodycheck oder irgendwie sowas kann, ne? Also mal. Ja. Oh. Ausgezeichnet. Gut, das wäre schon das vierte Pokémon. Sein Körper ist hart wie Stahl, aber nach einem längeren Aufenthalt im Wasser weicht er wohl ein wenig auf. Nächstes. So, den Kollegen haben wir noch nicht. Los, schnappen wir ihn uns. Komm her. Boah. Voll gemächlich. Aber du bist jetzt nicht so stark. Ich bin immer noch hier in dem Anfanggebiet, also okay. Wird ein bisschen schwieriger, ich so ein Gefühl. Aber gucken. War ein Vortreffer. So, das wird ein bisschen wehtun, glaube ich. Ja. Okay. Plan B. Togedemaru. Erstmal den hier. Kannst mich ruhig einmal angreifen, um Schaden zu bekommen. Alter. So, und dann versuchen wir mal. Soll ich noch ein paar Mal Togedemaru angreifen, um HP zu verlieren? Aber wenn ich Glück habe, bist du ja schon drin, ne? Genauso. So muss das. Dankeschön. Pandago. Ich dachte, das ist Pandrago. Okay. Dieses aggressive Pokémon bringt Gegner mit seinem Muskelkraft zum Verstummen. Es liebt Kämpfe gegen Barrikadas. Nächstes. Ein Miraplar ist da, auch wenn man es nicht sehen kann. Schnappen wir sonst. Aber überraschenderweise auch noch nicht. So, komm her. Wird ja wohl nicht wieder schwierig sein. Oh, tut mir leid, jetzt nicht an. Könnte nämlich ein bisschen nervig werden. Gut. Miraplar wird zwar im Mondschein getroffen, bewegt sich nachts, wandert das zweite Wege, um seinen Samen zu verstreuen. Ja, das mache ich auch immer. Nächstes. So, sieht so aus, als könnten wir uns entweder einen Tausch oder einen Stein sparen. Ich weiß es nicht mehr. Weil hier ist ein Tengolist. Komm her. Wird es eigentlich zu überlevelt. Okay. Muss ich natürlich wieder ein bisschen anders schwächen. Vorher. Aha. So, aber. Hat den Miraplan nicht gerade mega sauger? Das ist ein bisschen traurig, wenn du mich fragst. Ja, Härtner. Weißt du was hier? Um uns etwas Frust zu ersparen, hoffentlich. Hm.
Okay, halt ich ein bisschen zurück, Kollege. Ich habe bloß nicht irgendwie Kratzfolie oder irgendwie sowas. Wäre nämlich ein bisschen doof jetzt. Perfekt. Alles klar. Müssten wir eigentlich auch in der Tasche haben. Komm. Das ist ein voll entwickeltes Pokémon, aber was soll's. Ich habe gesagt, er hat irgendwie so Einfluss auf die Fangrate. Ja, das ist noch keins ausgebrochen, kommt schon. Na. Oh. Je nachdem, wie lange das auch übrigens dauern wird, werde ich wahrscheinlich ein bisschen schneiden. Aber mal schauen. Ich habe keinen Bock, jetzt hier 20 Dinger zu werfen. Aber das geht noch. Gut. Tengulus wurde gefangen. Und das müsste sogar unser 150. Pokémon sein. Cool, was? Dieses Pokémon wurde als Wächter des Waldes gefürchtet. Er kann die Gedanken Gegners lesen und präventiv handeln. Es kann die Gedanken lesen und so. Nächstes. Ein Fleckknäuel, das haben wir noch nicht. Guck mal her. Ja, genau, du. Boom. Sehr schön. Alter, warum sind wir so stark? Egal, wird schon klappen. Ja, noch relativ am Anfang hier von dem in der Naturzone. Ja, schneid du ruhig den Wind weiter. Ich tue mal in dem Wind einen kleinen Pokéball werfen. Ja, das war ein spezieller Wurf. Boom. Auch ein bisschen Zeit gespart, gut. Dann kommen wir ja. Herzförmige Flecken an der Decke einer Höhle sind ein sicheres Zeichen dafür, dass sie vom Fleckenholz behaust wird. Sag bloß. Nächstes. So, endlich. Mein Pokédex geht mir die ganze Zeit auf den Nerven, weil auf Route 2 ein Samurzel rumläuft. Und dass es mir empfohlen ist. Also hier, komm. Holen wir dich. So, rein da. Das geht mir nicht mehr auf den Nerven. Danke. Danke. Nummer 152. Ja, ich werde jetzt alle so einfach nennen, anstatt mit Namen. Zeigt es sich regungslos, kann man es nicht von echten Nüssen unterscheiden. Es überrascht lieben gern Pokémon, die die es aufpicken wollen. So. Fantastisch. So, oh, da ist direkt die nächste. Okay, nächstes. So, Hallöchen. Boom. Der Viech habe ich erst gesagt, erst gehört, dann gesehen. Weil ich den Schrei von dem Teil kenne. Immer gewundert, was, wo ist das aufgetaucht? Und ja, komm her. Du wirst mir übrigens. Nee, pass auf, er hat eine Knarre. Haben wir überhaupt was abgezogen? Ich meine, da stand die ganze Zeit 112. Boom. Krabi wurde gefangen. Als von Ashs Best Pokémon. Kingler, meine ich. Jetzt mal ganz ehrlich. Es kommt vor allem nahe dem Meer vor. Diese großen Schirme wachsen nach, wenn sie vom Körper abgetrennt wurden. Gut. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das Viech noch nicht habe. Boom. Aber die Entwicklung haben wir schon. Litomil. Ja, dann komm mal her.
Also im Gelb wird das ja wohl reichen, oder? Also bei so Stein-Pokémon bin ich mir immer nicht sicher, ob die irgendwie Bodycheck oder irgendwie sowas können. Ich weiß es nicht. Aber es reicht ja auch so. So. Dummwolf sucht sich einen Stein, den ihm gefällt, und holt ihn aus, um darin zu wohnen. Es ist ein natürlicher Feind von Kiesling und Klonkett. Irgendwie kriegt man hier voll viele neue Rivalitäten irgendwie offengelegt. Diese Generation. Okay, nächster. So, wir schnappen uns jetzt den Kollegen. Boom, volle Möhre reinfahren. Aber ja. Er ist wahrscheinlich voll stark. Aber ja, okay. Mal schauen. Wird schon klappen. Das ganze Gift, oder? Nö. Nur Gift. Ne, ich glaube nur Gift, genau. Gott. Ja. Togelimaro, mach mal. Ja, hab ruhig an. Oh, ich habe mich gepikst, Mann. So, Donnerwille. Einmal den Hintern zeigen, dann ist er paralysiert. So läuft das, ne? Oh Gott. Ich wollte schon sagen, da bringt doch gar nichts. Komm her, du. Da muss ich noch ein bisschen schwächen. Oh Gott. Bin ich von so einem riesen Müllberg hier gebodyslammt werden? Nee, ich glaube, den kriegen wir nicht auf einer AP runter. Ich glaube, jetzt als recht nicht, ne? Okay, wir leben noch. Ein Schlag. Mit einer AP meine ich. Jetzt ein Volltreffer. Aber perfekt. Nö, okay. Ja, wie gewohnt, Paralyse bringt es irgendwie nicht so. So Gefühl. Was wollen wir mal machen, ne? Muss man eben hier, muss man sich eh mal durchkämpfen, wenn man sie alle fangen muss, wenn man sie alle fangen will, meine ich. Und oh, so, ihr wird definitiv ein bisschen geschnitten wahrscheinlich. So, geht doch. Waren hat jetzt 4-5 Würfe oder so, keine Ahnung. Jemand haben hat wie ich es frisst Müll und verdaut ihn in seinen Inneren zu Gift. Je nach Art des Mülls, den jetzt verzehrt, ändert sich die Hauptbestandteil des Giftes. Lecker. Nächstes. So, endlich. Ja, ich hatte mal noch nicht, jedenfalls nicht in meinen zweiten Anlauf dieses Spiels. Erklärung dafür könnt ihr, weiß ich nicht, Part 10 oder so angucken, irgendwie so was. So, komm mal her. Vielleicht kommt jetzt ein spezieller Wurf. gibt's jetzt nicht. Vor allem, da ist gar nicht halt wie ich, nachdem ich überhaupt gesucht habe. Okay. Sein Körper besteht aus Sahne. Es stand aus einer Ansammlung süßer Gerüchtepartikel in der Luft. Oh, okay. Ich glaube, dich habe ich auch noch nicht. Nö, okay. Ist auch nicht das Ding, nach was ich gesucht habe, aber okay. Schnappen wir uns das. Wenn es schon angeboten wird. Das Ding winzig. Das ist, glaube ich, ein kleines Pokémon, oder? Halt geben kann.
Boom. Die Weiterentwicklung davon haben wir auch schon, also perfekt. WhatsApp heftet sich an andere Pokémon und saugt ihnen Stadtschild Elektrizität ab. Es selbst hat keinen Strom zu produzieren, kann keinen Strom produzieren. Okay. Und schon wieder nicht. Nach was ich gesucht habe, ich glaube, ich habe ich auch noch nicht. Man, diese Ausrufezeichen Gräser abzuklappern bringt's voll. Ja, viel Glück. Du bist jetzt mir. Komm rein. Nummer 158, glaube ich. Bam. Es verscheucht giftige Pollen. Je sauberer das Wasser war, mit dem es gegossen wurde, desto stärker ist der Giftstoff. Okay, nächstes. Oh, hell no, I'm out of here. Jawohl. Gott sei Dank. Wollte das Viech auch noch verbauen, ne? Kann er es wagen? Bei mir geht es ihnen noch viel besser. So. Hm. Kommt jetzt ein spezieller Wurf. Und Bams. FM. Warum dieser Name? Warum sind die letzten Buchstaben groß geschrieben? Bei Sonnenuntergang verlässt es seine Höhle und geht mit Hilfe von Ultraschallwellen auf die Suche nach reifem Obst. Nächste. Gott, voll ab. Popanze. Lass mal fangen. So, du bist Boden, ne? Ich glaube nur Boden, oder? Ja, ich denke mir immer so, das Ding ist irgendwie Geist, aber nee, ist es nicht. Glaube ich. So, der war übrigens sehr knapp. Komm her. Na? Sehr gut. Wieder ein weiteres Pokémon. Willkommen im Team Nummer 160. Es bewegt sich, indem es auf seinen Fußkreisel. Vereinzelt sieht man auch Popanze, die dies kopfüber tun. Und du bist das wie ich, was der Pokédex mir empfiehlt zu fangen. Also komm her. Rubber. Trugschlag lieber. Popanze ist gerade beinahe draufgegangen durch Eissturm, also. Machen wir mal lieber Trugschlag. Das ist, glaube ich, eins der Pokémon, das ich in Pokémon Sonne und Mond in mein Team haben wollte. Aber ich habe nicht so weit gespielt, also ja. Gab es die dazu, glaube ich. Ich glaube jedenfalls, das war eins, wenn ich in mein Team haben wollte. Weil ich dann in so eine Früchtekönigin verwandelt. So, Pokédex gehen wir jetzt nicht auf den Nerven. Der fruchtige, süße Duft, der von seinem Körper ausgeht, lässt wohl Pokémon das Wasser im Schnabel zusammenlaufen. Blah. So. Stepoli. Okay. Warum nicht? Guck mal, da oben fliegt was Schönes herum. Komm mal her. Boom. Simvolora. Durchkriege ich auch noch, aber du bist, glaube ich, Geist, ne? Oh, warte mal, das glaube ich nicht so gut. Wird das schon überleben? Ja. Soll ich jetzt noch mal angreifen? Das ist jetzt ein bisschen doof. Ah, okay, müssen wir halt werfen, ne?
ich sagen. Oder ich könnte Togodamaru reinhauen. Oder auch nicht. Sehr gut. Es liegt mit Hilfe seiner Psychokräfte. Einige sagen, es war eins der Wächter der Stadt aus der uralten Zeiten. Andere sagen, es war ein Bote. Sein Bote. Okay, nächstes. Da ist das Ding, was ich gesucht habe. Ein Strepoli. Bestimmt einfacher zu fangen dann als die auf Level 40. Diesen ein Gebiet. Das Problem ist, der haut mich jetzt einmal an und ich bin tot. Okay, da war gut. So, komm her, große Nase. Große Nase, große Nase. Die Nase macht's. Boah. Der geht mir jetzt auf die Nüsse, ne? Pass auf. Na komm. Boah. Na. Danke. Es geht doch. Oh, Togge dem Haus vom Level ab. Strepoli und Maschok treffen sich regelmäßig zum Muskelvergleich. Wer schlecht abschneidet, lässt sich danach eine Beine nicht mehr blicken. Gibt doch noch 163. So, wir waren jetzt hier natürlich nur in der Naturzone rum. Ah ja, ne? Kann das sein? Okay. Und ich habe ich gesucht den Kader und somit auch Ninja Turm. Doch, komm her. Ja, reicht schon. Jetzt komm rein. Jetzt kommt natürlich wieder so ein Wurf. Das darf einfach nicht wahr sein, ey. Jawohl. Nö. Ich brauche dich nur für Donnerwelle eigentlich. Da es fast sein gesamtes Leben unter Erde verbracht hat, ist es nahezu blind. Es setzt daher als Augenersatz seine Fühler ein. Gut. Hab ich dich oder hab ich dich nicht? Glaube ich, hab dich nicht, oder? Ne. Okay, ich glaube, du bist Elektro, ne? Elektro und Licht oder nur Elektro? Weiß ich gar nicht. Drachenstoß, was? Wie bitte? Oh, du Flash AP. Dann sollte ich jetzt schon mal werfen. Jetzt kommt natürlich ein Spezialwurf. Boom, sehr gut. Fand ich jetzt nicht schlecht. Hat er dann noch voll AP. Okay. Elektro normal. Es breitet die Hautlappen an seinen Kopf aus, um Hilfe des Sonnenlichts Strom zu erzeugen und mächtige Elektroattacken einzusetzen. Gut. Nächste. Oh ja, ich habe auch noch nicht. Gut, komm her. Oh nee, das könnte ein bisschen nervig werden. Ja. So, war mal Prügler. Das ist ja viermal angreifen, ne? Ja, okay. Dreimal, warte. Ach, ich habe schon in den PC eingelagert, ne? Okay. Ich will dich vielleicht nicht auf einer AP runterbringen. Direkt werfen.
No, nee. Jetzt wird mir ja nicht kompliziert, Kollege. Mach mal ruhig wieder diesen einen Angriff hier. Tu dir selber weh. Aua. Und du machst einen speziellen Wurf. Mit du meine ich mich. Aber. Gut gemacht, Nummer 166. Es bewegt sich mit geöffnetem Maul und verschluckt seine Beute mit jede Menge Sand, den es durch seine Nasenlöcher wieder ausstößt. Okay. Nächster. Hallöchen. Dich habe ich glaube ich noch nicht, ne? Dann komm mal her. Was bist du, Psycho, ne? Das kann ich auch Eissturm einsetzen, ne? Ja. Ja, da bringt nichts. Gut. Oh nee. Warte, du wolltest mich heilen. Okay. Warte. So, muss ich halt versuchen, wo ich kann noch einmal angreifen mit Hochschlag. Komm her. So. Oh, das Ding hat echt Lama-Attacken. Ah, super Wurf. Jawohl. Ausgezeichnet. Ich hoffe, diese Superwürfe passieren mal, wenn ich irgendwie gegen legendäre Pokémon so kämpfe. Ich kenne übrigens nur diese beiden Hunde, also. Aber wird ja wohl mehr geben, oder? Ich merke gerade, dass ich kenne sonst gar keinen anderen hiervon. Empfindet jemand starke Emotionen, bringt es ihn auf gewaltsame Art. Was? Zum Schweigen, egal um wen es sich dabei handelt. Was? Okay, nächste. So, du. Das Viech habe ich gerade schon versucht zu fangen, ehrlich gesagt, aber ja. Ich habe es angegriffen und danach hat es direkt Fluch eingesetzt. Und ja. Wir wissen ja, wie sich Fluch auf Geister-Pokémon auswirkt, also. Machen wir mal so. Erstmal paralysieren. Ich will direkt einen Ball werfen. Bitte setz einmal Fluch ein. Sehr gut. Jetzt reicht's halt aber auch. Okay. Ein Teil seiner KP. Das ist alles. So, und jetzt rein da. Und hatte noch mal Fluch oder irgendwie so was einsetzt. Bams. Die Seele eines Kindes, das sich im Wald verlief und dabei ums Leben kam, nistet in einen Baumstumpf ein und wurde zu diesem Pokémon. Okay. Wieder irgendeine creepy Geschichte mit Geister-Pokémon natürlich. Schon wieder was Neues. Pilzebub. Ja. Was bist du nochmal? Unlicht und Fee, ne? Nochmal Eissturm. Schon überleben. Also was hier? Glaube ich sicherer. Ja, das ist natürlich jetzt wieder nervig. Okay, so, mach mal einfach den.
klappert jetzt überhaupt? Au. Au. Da haben wir jetzt kein Mist. Danke. Und werfen. Na, komm. Komm. Jawohl. Sehr gut. Oh, Sneevil ist hochgelevelt. Es nutzt eine Taktik, bei der er sich nie dabei vorgibt, sich zu entschuldigen, nur um dann mit seinen spärtigen Haar zuzustoßen. Krass. Nächste. So. Langsam nehmen wir uns den etwas stärkeren Pokémon hier, aber wir müssen ja auch mal irgendwann ankommen. So, wir fangen mal mit Donnerwelle an. Oh, natürlich. Das dürfte eigentlich nicht so viel abziehen. Weil Legios hat diesen Angriff auch und der bringt es nicht. Ja. Ja, komm. Nicht zu hart angreifen. Okay, jetzt haben wir ein Problem. Ist eigentlich vollkommen egal, ob der mich jetzt angreift oder nicht. Der wird jetzt sowieso kaputt gehen. Die Hagelkörner. Außer... Jawohl. Sehr gut. Kloptopus wurde gefangen. Sich in diesen einen Typen hier entwickelt, ne? Wo wir schon begegnet sind auf Level 50. Zur Futtersuche kommt es an Land. Es ist sehr neugierig, deshalb ist alles, was es sieht, zunächst einmal mit seinen Tentakeln haut. Wie unfreundlich. Okay. Ich habe einen Wal an Land gezogen. Ist ja nicht schön. Oh Gott. Der nimmt auch Schaden, mich Hagel und Dreck. Weiß nicht, wie mir das gefällt. Da kommt auch noch das. Okay, müssen wir werfen. So Gefühl. So, wir rein. Bringt mir wenigstens zu schwächen, wenn er Erholung hat. Also ja. Dann heißt es einfach nur werfen. Spezieller Wurf. Jawohl. Sehr gut. Es pustet mehr Wasser aus den Nasen. Pustet mehr Wasser aus den Nasenlöchern, die über seine Augen liegen. Außerdem frisst es täglich eine Tonne Lusardin. Was für ein Ding? Das ist, glaube ich, ein Pokémon, ne? Nehme ich mal. Hallöchen. Ich glaube, wir haben mal versucht, dich zu fangen, aber dann wollte ich doch nicht. Da wird jetzt nachgeholt. Donnerwelle, wie du hast Flexibilität. Was? Gott. Okay, Donnerwelle. Aber du hast wahrscheinlich Schneemantel oder irgendwie. Boah, was? Ja, der hat wahrscheinlich irgendwie so was seinen Ausweichwert erhöht. Im Schnee, ne? Haben einige Pokémon von Surchester, glaube ich. Oder auch nicht. Dann verstehe ich nicht, warum das verfehlt. Los. Warum verfehlt das? Was soll das? Ich dachte, Donnerwelle kann gar nicht verfehlen. Aua. Ah, das wird nervig.
Dankeschön. Meine Güte. Macht der mir jetzt Genesung auch noch? Was ist das denn? Ja, werfen würde ich sagen. Ja. Ich kann halt nur werfen eigentlich. Bin irgendwie nichts anzugreifen. Ja, ich hoffe, du hast ja wehgetan, als du auf mich drauf gebissen hast. Aua! Zeigt er sich wieder hoch. Dieser Piece Air. Ja. Brauchst Nibel noch. Obwohl es Nibel hätte keinen Schaden genommen von dem Hagelkörner, was soll's. Spezieller Wurf, komm. Ich hasse jetzt gegen solche Art von Pokémon zu kämpfen. So gut. Wow. Diesen Effekt muss ich mir jetzt auch jede Runde angucken. So, komm. Na gut. So, Eis mit minus 100 Grad Celsius, kalter Luft lässt es Wassermoleküle um sich herum gefrieren und schafft sich so einen schützenden Eispanzer. Alles klar, nächste. Und ein Octillery. Komm her, ich kriege auch noch. Wo der sehr weh tun könnte. Bestimmt wieder alle möglichen Attacken wie Flammenwerfer, Hydropumpe und also was. Eisstrahl. Kugelsaat. Aber warte mal. Nee, macht keinen Schaden gegen den Dreck. Ja, blödes, den kann ich auch nicht schwächen. Wegen Hagel. Wenn ich Glück habe, greift er physisch an. Macht sich selber Schaden. Na komm. Ja. Oh, komm schon. Ach, Glückstrahl. Autsch. Ja, aber es wird immer einfacher. Und immer mehr AP verlierst. Also. Komm. Na. Oh. Und da war es mit Togedemaru unbesiegbar. So, Sneebel. Hier, du kommst mit Flammenwerfer um die Ecke. Jetzt mal ehrlich. Ah. Dankeschön. Zielschuss. Ja, ihr wird geschnitten. Muss ich echt streiten. Ist nur gegen falsche Dinge eingesetzt. Ah.
Oh nee. Zeller Wurf. Na gut. Okay. Hat nur 3 Minuten gedauert. Okay, es wird sich instinktiv in Löchern am wohlsten und schläft auch am liebsten in solchen, wobei es mitunter die Schlafplätze von anderen einnimmt. Du bist ein Obdachloser. Okay, dann, das müsste es eigentlich gewesen sein hier für heute, weil, ja, ich habe eine ganze Box hier voll gefangen mit Pokémon. Wie viele sind in einer Box? 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja. Also ja, diese ganzen Pokémon, die haben wir alle gefangen. Und ich weiß nicht, ob ich da den ein oder zwei Parts hier teilen werde. Das dürfte eigentlich ein Part hier nicht. Müsste eigentlich schon so reichen, so von der Dauer her. Vielleicht ein bisschen 40 Minuten oder so, aber ja. Und ja, würde ich sagen, das war's für diesen Fangpart. Weiß nicht, ob ich irgendwann noch mal wieder einen mache. Wahrscheinlich, weil wir haben sie ja noch nicht alle. Unser Stand, wenn ich jetzt 30 Pokémon gefangen habe, ich weiß nicht, ich hatte glaube ich 142. Ich habe jetzt 173, okay. Jetzt gar nicht 143. Also nicht. Ich dachte, ich habe 42 gehabt. Natürlich taucht jetzt wieder ein neues auf. Gut, aber egal. Würde ich sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen, auch wenn wir nichts gemacht haben, außer Pokémon zu fangen. Und ich sehe euch dann in der nächsten Folge wieder, wo wir dann ein bisschen mit der Story weitermachen, nehme ich an. Ne? Gut, alles klar. Ja, schön. Ciao.